Willkommen bei Caldera. Hier sehen Sie die Benutzeroberfläche mit den Hauptanwendungen, Tools und Einstellungen. Hier können Sie zum Beispiel die Drucker konfigurieren. In den Hauptanwendungen finden Sie alle Ihre installierten Drucker sowie Tiling und Compose. Per Drag and Drop öffnen wir den Dateimanager. Mit seiner Hilfe können wir Dateien in die Bildleiste laden. Einfach gewünschte Datei anklicken und Laden klicken. Unten links kann man auch Workflows vergeben, mit deren Hilfe man eine Datei direkt vom Dateimanager aus zu einem Drucker leiten kann. Unsere Dateien stehen nun bereit zur weiteren Bearbeitung. Sehen wir uns die Vorschau an. Mit der linken Maustaste zoomt man ins Bild, mit der rechten Maustaste wieder heraus. Dies geschieht stufenlos. Mit der mittleren Maustaste bewegt man sich innerhalb der Vorschau. Die Vorschau wird stetig aktualisiert und dynamisch neu berechnet. Erstellen wir nun einen Ausschnitt der Landkarte. Wenn man seinen Ausschnitt fertig definiert hat, wählt man Kopieren und schon befindet sich der Ausschnitt in der Bildleiste. Sehen wir uns nun den Druckdialog an. Dazu zieht man das gewünschte Bild auf den Drucker und es öffnet sich der Druckdialog. Hier kann man seine Auflösung wählen und sein Medium. Für schwarz hinterlegte Medien sind bereits Profile vorhanden. Wir wählen ein Medium aus und im Hintergrund werden die richtigen Profile und Linearisierungen verwendet. Es gibt verschiedene Verfahrensweisen für ein Dokument. Es kann eine Archivdatei berechnet werden, sie kann on the fly gedruckt werden oder sie kann zu einer automatischen Verschachtelung hinzugefügt werden. Kommen wir nun zum Layout-Dialog. Hier lässt sich die Datei platzieren, spiegeln, 1:1 ausgeben, auf die gesamte Medienbreite skalieren sowie drehen um 180 Grad oder um 90 Grad. Das A mit dem Sternchen stellt die automatische Ausrichtung auf dem Papier dar. Ändert man die Mediengröße, wird sofort überprüft, ob das Bild im Hoch- oder Querformat gedruckt werden muss. Skalierung und Mehrfachkopien können ebenfalls einfach im Layout-Dialog eingerichtet werden. Die Step-and-Repeat-Funktion ordnet die Kopien dabei optimal an. Der zweite Tab im Layout-Fenster bietet verschiedene Schnittmarken, freien Text sowie die Möglichkeit, sein eigenes Logo in den Druck einzubinden. Im Tab Schneiden kann man seinen Druck für die weitere Verarbeitung mit einem Schneidplotter vorbereiten. Man wählt dazu den Schneidplotter, aktiviert bei Bedarf den Druck von Barcodes und liest die Schneidekonturen aus der Datei aus. Der Druckjob ist nun fertig vorbereitet und wir senden ihn an den Spooler als Verschachtelung. Wenn die Übertragung beendet ist, gehen wir auf die zweite Desktop-Oberfläche, wo der Spooler läuft. Man sieht auf der linken Seite seine aktuell installierten und laufenden Drucker und hier unseren Epson, an denen wir den Druckjob gesendet haben. Der Verschachtelungsjob wartet darauf, seine Druckbedingung zu erreichen, zum Beispiel 90% Mediendeckung oder auf die manuelle Freigabe des Users. Die Option Cost-Proof zeigt schnell und auf einen Blick, wie viel Tinte verbraucht wurde und wie viel der Druckjob gekostet hat. Dies wird auf Basis der Tintenpreise und Medienkosten berechnet, die der User eingeben kann. In der oberen Queue befinden sich immer die aktuell laufenden Aufträge und in der mittleren Queue die fertigen Aufträge. Kommen wir nun zur Erstellung einer Sammelform, dem sogenannten Compose. Für die Compose-Funktion laden wir noch einige weitere Dateien und ziehen das Compose-Symbol auf den Desktop. Es öffnet sich der Compose-Dialog. Unter Einrichten legt man die Größe der Sammelform fest, sowie die Anzahl von Mehrfachkopien, die für jedes Dokument erstellt werden. Für die automatische Verschachtelung kann man die Ränder festlegen. In unserem Beispiel erstellen wir eine Sammelform von anfänglich 300x300 mm. Mit OK bestätigen wir die Änderung und nehmen uns die erste Datei. Wir werden gefragt, ob wir die Anzahl von Mehrfachkopien übernehmen möchten und mit einem Klick auf das Puzzleteil ordnet man die markierten Elemente auf der Sammelform an.
Ist die Sammelform zu klein oder zu groß, gibt es die Option Seite an Auswahl anpassen, die die Sammelform genau auf die gewählten Objekte anpasst. Mit Alt-C und Alt-V kann man noch die letzten Kopien einfügen. Bei Bedarf kann man die Bilder manuell anordnen und skalieren. Jetzt erstellen wir uns ein sogenanntes Composite-Dokument, das uns als Vorlage für weitere Sammelformen dient. Wir erhöhen dazu die Anzahl der Mehrfachkopien auf 12, markieren alle Bilder und tauschen es einfach aus. Schon haben wir ein neues Composite-Dokument erstellt. Na, zu schnell? Also noch einmal. Composite-Dokument öffnen. Alle Objekte markieren. Dann das neue Bild in die Sammelform einfügen. Und fertig ist die Sammelform. Zum Aufräumen einfach die nicht mehr benötigten Bilder in den Mülleimer werfen. Kommen wir zum letzten Punkt in unserem Video, dem Tiling Plus. Wieder ziehen wir das Symbol auf den Desktop und ziehen eine Datei zur Bearbeitung in den Dialog. Auch im Tiling-Dialog sind die Vorschaumöglichkeiten vorhanden. Mit der linken Maustaste einzoomen, mit der rechten Maustaste wieder herauszoomen. Mit der mittleren Maustaste navigiert man. Im oberen Bereich findet man die Option für die Skalierung des Posters. Der Skalierungsfaktor kann einfach und schnell per Tastatur eingegeben werden. Die Teile werden sofort in der Vorschau angezeigt und können bei Bedarf verschoben werden. Auf der rechten Seite findet man die Optionen für Überlappung und Aussparung. Diese werden sofort in der Vorschau angezeigt. Sollten die Markierungen schlecht sichtbar sein, kann man die Transparenz des Bildes verändern. Auf der linken Seite kann man die Medienbreite des Druckers einstellen. Kommen wir zu einem besonderen Feature, den Ösenmarken. In diesem Dialog kann man Form, Größe und Anzahl der Ösenmarken sowie deren Abstand zum Rand definieren. Sind alle Einstellungen getroffen, werden die Marken auf dem Poster platziert. Damit die Ösen nicht im Bild liegen, kann man sie entweder manuell verschieben oder einen Rand definieren. Dieser wird selbstverständlich wieder in der Vorschau angezeigt. Ist man mit der Aufteilung des Posters zufrieden, erstellt man sich die Teile. Diese erscheinen dann in der Imagebar. Nun kann man sein aufgeteiltes Poster nehmen und auf einen Drucker ziehen. Wir kontrollieren kurz die Einstellung und schicken die Datei zum Drucker. Schauen wir auf unsere zweite Arbeitsfläche zum Spooler. Hier sehen wir, dass alle unsere Teile angekommen sind, platziert wurden und bereit für den Druck sind. Wir hoffen, Ihnen hat diese kleine Einführung in Caldera gefallen und danken für Ihre Aufmerksamkeit.